So, hier war aber doch auch noch ein Rätsel, glaube ich, ne? Mal schauen. Irgendwas war hier. Hake dich bei Verwandten ein, bevor du von hier weggebracht wirst. Keine Ahnung, aber wir schauen mal. Die Frage ist jetzt, ob ich überhaupt zurück darf oder nicht. Aber egal, wir werden sehen. Hey, geh mal. Wo bleibt der denn überall hängen, ey? Okay, hier ist nix. Na, das kennen wir ja. Hier waren wir, wollten wir ja am Anfang rein. Jetzt ist hier von Poison Ivy eine Pflanze. Gehen wir mal hier rein. Könnte nämlich sein, dass es hier auf der Seite war. Deswegen hacken wir erstmal hier. Boah, schon Hustenanfall wieder. Das hasse ich. Komm schon, mach's kaputt. Fledermausman, mach's kaputt. Na, da war's doch. Okay. Hier oben müsste es eigentlich sein. Genau. Hier ist nämlich ein Bild von Aaron Cash. Und weil er ja jetzt eine Hand verloren hat durch Killer Croc und eine Hake hat, ist es deswegen Hake dich ein. Bei Verwandten, bevor du von ihr weggebracht bist. Gut. Aber sonst noch was hier finden, ich will ich mir jetzt nicht. Auf jeden Fall, dieser Arkham... Warte mal, hier war doch eins, ne? Arkham Security Dinger, diese Plakate, die können wir uns auch mal vormerken, sowas ähnliches werden wir später auch nochmal erleben. Warte mal, da oben ist der Frequenzding. Ha, ich kann es aber auch von meiner Distanz hacken, ich habe ja das Upgrade dafür. Da oben könnte die Riddler-Karte sein, glaube ich. Wir werden es gleich sehen. Das habe ich kaputt gemacht. So. Ah, Patientengespräch. Über Harley Quinn. Das machen wir ganz zum Schluss als Bonus. Hattet ihr ja dafür gestimmt, dass ihr euch die Patientengespräche dann so anhören wollt? Ich jetzt mal gucken. Der Schweinehund haut ab. So, ich glaube, dieses Rätsel, was da eben stand, Dr. Jonathan Crane will der Tiefe eine neue Angst, ne, der Angst eine neue Tiefe verleihen. Ich glaube, das geht nur, wenn man bereits wieder gegen ihn gekämpft hat. Huch, ach, hier kamen wir ja her, stimmt ja, das war ja ganz am Anfang, wo wir die Möglichkeit bekamen, zu einem... Warte mal, sehen wir hier irgendwelche Fragezeichen? Nee. Wo wir die Möglichkeit bekommen hatten für ach, was mache ich? Ich hätte weiter oben noch was holen können. Warum? Der Crane rausgelassen hat. Das gibt's doch. Killer Wen juckt's? Ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Er kommt nicht mehr raus. Okay, ja, dieses Rätsel mit der Angst neue Tiefe verleihen, das kann man erst machen, wenn man gegen Scarecrow das letzte Mal hier gekämpft hat. Ach, da sind die. Und hier ist der Schalter, den ich brauche. Okay. Sag mal, warum bleibe ich heute an allen Ecken hängen? Ich weiß es nicht. So, dann mit dem Gewehr ist der da. Dann los. Er ist hier! Der Peter und der Klausch. Das war schlecht. Egal. Und Cutouts. Alles Gute, Kind verdorben. Okay, liegt hier jetzt noch was ich mit ihm könnte? Warte mal, was steht denn da? Okay, ne, das ist dann nur ein East Egg.
Easter Egg, ja, Easter Egg. Gut, machen wir erstmal das hier, uff. Drei Stück und Stufe 5, ey. Ich hasse dich für sowas, Joker. Komm schon. Komm schon. Da, 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 da. Oh, war das knapp, ey. Ich wollte erst nicht halten, aber naja, jetzt haben wir es hingekriegt. Gut, lass uns mal hinuntergehen. Und was wir hier, wie gesagt, nicht geholt haben bisher, das machen wir dann eh noch. Ich muss dich aber nicht immer wieder sagen. Du bist wie eine Platte, die dich aufgehängt hat. Wartet mal, was ist denn das? Ja, die Fledermaus. Au. Ich sag mal. So. Headnut und auf die Matte mit dir, Kollege. So, ich habe gesehen, was du da hinten angestellt hast, aber das lassen wir schön bleiben. Du sollst nicht mit Waffen spielen. Hatte deine Mama das nicht gesagt? So, und nochmal gute Nacht für dich. Und alles Gute von oben. Kadautsch. Jawohl, ja. 32er Combo. Perfekt Free Flow. Und weil wir so schön toll zugehauen haben, gibt es jetzt doch bestimmt gleich wieder Upgrade, oder? Yes! Bitches! Hä? So knapp und es fehlt. So knapp vor dem Upgrade. Dabei haben wir noch ein paar Sachen hier zu kaufen, ne? Egal. Kriegen wir auch noch. So, ach ja, Scarecrow's Gas ist, müsste das hier sein. Ne? Ne? Ich hätte gedacht. Das sieht sehr merkwürdig aus da drin, ne? Bevor ich weitergehe, will ich erstmal gucken, was hier oben drin noch liegt. Sag mal, bleibt da nicht überall hängen, Bats. Ach, hier ist ja eine Geheimniskarte. Dann können wir ja auch mal gleich gucken. Hey, da tanzen sie aber gut ab gerade. Jetzt habe ich das Upgrade bekommen, okay. Was nehmen wir denn? Batarangkraft erhöhen. Triple Batarang. Schallschock Batarang. Automatische Näherungszündung oder kryptokranische Resonanzverstärker. Wir nehmen mal Schallschock Batarang. Das ist lustig für Stealth. Dann können wir dafür sorgen, dass der Batarang, den wir mit einem Schall versehen, in die Luft fliegt, wenn Gegner ankommen. Okay, jetzt lass mich mal kurz was gucken. Ich soll hier draußen irgendwas finden. Das sieht doch ebenso gut aus. Moment. Hier, wo ich stehe, soll irgendwo eine Trophäe sein. Kann mir einer sagen, wo? Hallo! Und hier sind auch ein paar. Ich hätte echt gedacht, ich muss das da scannen, aber das ist scheinbar nichts. Hilf mir mal. Sag mal, warum kannst du nicht mal auf den Dingens hier jumpen, auf den Fahrstuhl? Bats, du enttäuscht mich. Hier ist es aber nicht, oder doch? Warum ist hier ein Stuhl? Ach, ist das der Stuhl, den wir eben gesehen hatten bei deinem Hallo? Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn scanne. Nix. Wer hat den Stuhl da hingepackt? Das ist doch Quatsch. Egal. Jumpen wir erstmal hier runter. Das machen wir dann später. Holy shit, sind die da draußen heute wieder laut bei mir. Ich muss mal kurz mein Fenster schließen. Ich dachte, ich könnte mal ein bisschen mit offenem Fenster spielen. Aber nee. Die müssen ja wieder durchdrehen. Tür öffnet es.
Okay, ich bin hier aber richtig, definitiv. So, das war wieder mal ein Patientengespräch. Joker und die Kameras überall, ey. Okay, wir sind jetzt gleich bei Killer Croc. Hier geht es zu seinem Versteck, aber Cutscene-Zeit! Schon wieder so eine Pflanze, ey. Fütter mich, Seymour! Noch immer! Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Cray. Na, wen haben wir denn da? Ein Crocodile. Und gute Nacht. Gut, ich will erst mal kurz was gucken, ob hier nicht auch noch was war. Scheinbar aber nicht. Hat der Riddler hier unten überhaupt Herausforderungen? Ich glaube nicht. Oder doch? Waren das welche? Ne, nur im unterirdischen System, aber das ist nicht unbedingt hier, wo ich jetzt bin. Ich glaube auch nicht, dass der sich freiwillig hier... Doch, er hat sich hier getraut. Gut, holen wir uns erstmal das Fragezeichen da drüben. Ach, Riddler, du kannst es echt nicht lassen. Hoffentlich war das jetzt kein Fail, was ich gemacht habe. Oh ja, ja. Oh, war das etwas sehr knapp, wo ich losgelassen habe. TikTok. Auch zu Killer Croc. Oder wie Pest zusammenpflegte Killer Croc, gell? Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihm. Was ist mit Croc? Croc ist mein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den mächtigen Köder. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Okay, wir folgen jetzt. Leckerlich. Wir folgen jetzt also. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Ja, jetzt muss ich ganz vorsichtig gehen. Denn sonst kommt Killer Croc hier angetanzt. Und wir folgen jetzt also quasi unserer Nase ein bisschen, immer bis die Meteranzeige da kleiner wird. Ich wie blinde Kuh, der Topf schlagen. Warm, warm, es wird wärmer, Bats. Die Anzeige zeigt, gibt auch mit an, wie so meine Schallwellen hier bestellt ist. Gehen wir mal so ein bisschen langsam und slowly. Geht es hier lang? Wird es hier lang weniger? Ja. Gut zu wissen. Ganz ruhig. Denn der will mich fressen. Das habe ich vom Prolog nicht vergessen. Hahaha. Wie lustig. Da ist er! Hä? Ich dachte, ich muss den mit dem Battering abschmeißen. Sollte ich auch, aber irgendwie hat es nicht reagiert. Das müssen wir nochmal machen.
Ah, jetzt. Ich hätte ihn ziehen müssen. Es ging nicht mit dem Schnellbatterang. Okay, jetzt kann ich eh rennen, da eben hier war. Halt, ich entferne mich gerade wieder. Hier lang wird's auch weniger. Was habe ich getan? Das war total sinnlos. Scheiße. Ah, ich bin zu unfähig, hier bei Killer Croc voranzukommen. Der Schwein will mich fressen. Komm ruhig her. Und wir laufen weiter in der Zeit. So, jetzt ein bisschen slowly. Weil sich hier die erste Pore befindet.